Ist Nummer 1! Aber Gangnam Style war auch geisteskrank. Also da hat auch gefühlt jeder mal so, Opa Gangnam Style. So Leute, wir beginnen den heutigen Shorts-Tag mit einer Achterbahn. Okay, das sieht heftig aus. Vor allen Dingen habe ich noch nie eine Achterbahn gesehen, wo man so richtig drin steht. Manchmal ist man zwar aufrecht, aber da hängt man so rum. Aber die stehen ja. Das mit dem Stehen ist irgendwie mega weird. Aber es sieht mega geil aus. Watch your... Oh. Aber es gibt keinen richtigen Looping. Das ist ja eher so eine Schraube. Irgendwie ist das schon derbe geil. Wo ist denn das Ding? SeaWorld. Keine Ahnung, wo das ist. Florida? Angus Barbary hält den Weltrekord, die längste Zeit absolut nichts zu essen. Es fing an mit ein paar Tagen Fasten im Krankenhaus, damit er etwas Gewicht verliert, da er 207 Kilo wog. Aber er hörte nicht auf zu fasten. Nach einem Monat waren sogar schon seine Ärzte besorgt. Aber seine Blutwerte waren perfekt und er bekam Mineralien und Vitamine, damit er keine Mangelerscheinungen bekommt. Geht das so einfach? Also ich weiß, man kann länger nichts essen als nichts trinken und so weiter, aber... Über die komplette Zeit trank er nur Tee, Kaffee und Wasser. Alles ohne Kalorien. Er verlor insgesamt 125 Kilo über 382 Tage, die er nichts gegessen hatte. Und im Schnitt war er nur alle 40 bis 50 Tage auf der Toilette. Hm? Aber kann sowas gesund sein? Oh ja, das sind geile Momente. Wenn man irgendwas fällt runter und man catcht es so perfekt und man denkt, Junge, ich bin der Auserwählte, ich habe Reflexe wie eine Maschine. Internet-Trends aller Zeiten. Ich gehe mit dem Depp. Der Depp ist Nummer 7. Der Depp. Junge, kennt ihr noch jemand? Der freaking Depp, Mann. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Oh, Gangnam Style. Ist Nummer 1. Aber Gangnam Style war auch geisteskrank. Also da hat auch gefühlt jeder mal so, Opa Gangnam Style. Noch ein paar Challenges. Mannequin Challenge. Ist Nummer 6. Harlem Shake. Ist Nummer 2. Der Hat es auch Challenge im Namen? Ja. Toilettenpapier. Nee. Irgendwas mit Fußball? Mit Sportlern. Eisbucket Challenge. Ist Nummer 4. Stimmt. Fidget Spinner? Nee, ist nicht drin. Was? Fidget Spinner? Die waren doch auch mega im Hype. Vielleicht irgendwie Cinnamon Challenge? Doch was mit dem Auto zu tun. Eine Song Challenge. Wie hieß der Scheiß? Kiki, do you love me Ding? Kiki Challenge ist Nummer 8. Eins ist noch... Ah, dieses Kiki... Do you love me? Spiel! Auf Real Life angelehnt! Boden ist Lava! Nee! Du kannst es installieren! Pokémon Go! Ist Nummer 5! Oh, Pokémon Go war so eine geile Zeit. 9 hat was mit der Flasche zu tun! Bottle Flip! Bottle Flip! Ist Nummer 9! Die letzten beiden sind Songs! Bei dem einen Song steht ein bestimmtes Tier im Vordergrund! Dieser, nee, nicht Baby Shark, sondern dieser Fuchs! What did the fox say? Nee, hier ist ein Fuchs. What does the fuck say? Ist Nummer 3. Du machst die Challenge mit einem Becher. Ah, Cup-Song. Ja, ist Nummer 10. Junge, 90% davon habe ich schon längst wieder vergessen. Guten Tag, was darf es denn sein? Heute gelüstet es mir nach sehr saftigem Hackfleisch. Wir haben leider nur noch veganes Hackfleisch. Möchten Sie das vielleicht mal ausprobieren? Vegan. Nur Fleisch. Und zwar richtiges Fleisch. Ja gut, dann kann ich Ihnen den Schweinenacken empfehlen. Dann nehme ich halt ein Kilo Schweinenacken. Ich kann. Schweinenacken. Bitteschön. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, das wär's. Aber hast du nicht das Wichtigste vergessen? Ja, und was soll das sein? Meine Scheibe Fleischwurst. Naja, Sie sind ja kein Kind mehr. Ich glaube, Mann, ich krieg gar nichts mehr an der Fleischtheke. Keine Bärchenwurst. Wenn ich mit meiner Oma da war damals, gab es immer so eine Gesichtswurst. Mortadella oder so ist das ja. Junge, da weiß man auch nicht, was da ich drin ist. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Du nimmst also an, ich wäre ein Veganer, aber kein Kind mehr? Ich habe die Schnauze endgültig voll mit dir. Wenn ich das nächste Mal hier bin, dann will ich auch... Okay, ein bisschen eskaliert. Ich glaube, er ist sein Job los. Hier auf der Baustelle stinkt's. Wer ist denn der Typ? Jo, der hat aber hier Augenringe des Todes. Was ist denn los bei dem? Und das liegt ausnahmsweise mal nicht an mir. Hier kommt der Geruch her. Boah, Digga, was ist das? Da hat's aus dem Rohr getropft, weil das oben nicht... Also, es war nicht verschlossen. Wisst ihr, was ich meine? Da ist halt Regenwasser so reingetropft. Und dann ab dafür. Boah. Was ist das für ein Rohr? Alter, das stinkt. Kommt das von hier? Sag mal... Wer sind die denn? Ihr macht immer nur Quatsch, Jungs, was macht ihr denn hier? Ist das eure Schuld da vorne? Ja, es war ausnahmsweise was nicht deren Schuld. Oh, by the way, we can only do 200 kph, courtesy of a German YouTuber who decided to drive
on the Autobahn with a DBS Superleggera like a complete asshole. Oh, 2,50. Leck mich am Arsch, ist das Ding schnell. Alter, 300. Ja, das Video habe ich tatsächlich auch zu Teilen schon mal gesehen, weil er hat das nämlich auch gemacht. Guck mal. Er ist da genauso schnell gefahren, hat sich danach aber beschwert. Das ist Auto Top NL oder so nennen die sich. Was sagen die Leute? Interessante Aussage eines Mannes, dessen kompletter Lebensinhalt und Lebensunterhalt darauf basiert, mit geliehenen Autos in seinem Nachbarland auf der Autobahn VMAX zu fahren. Naja, der deutsche YouTuber war aber auch mal Rennfahrer. Nicht einer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, um schnelle Autos auf der Bahn zu testen. Ja, in den Kommentaren geht's ab. Ich fühl's aber auch. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was haben die Mr. Beast Gewinner mit ihren Preisen gemacht. In einem seiner Videos gab es die Challenge, der Letzte, der die Insel verlässt, kriegt sie. Ich hätte die Insel verkauft. Das war dann Chandler und er gewann die 800.000 Dollar Insel. Er teilte aber in dem Video mit, dass er die Insel verkauft habe. Ja, hätte ich auch gemacht. Willst du mit einer Insel? The only reason I couldn't keep the island is because of taxes. So I had to sell the island. Zack King gewann 1 Million Dollar als Sieger in dem Hide and Seek Video. Der ursprüngliche Gewinner wurde disqualifiziert, da er außerhalb der erlaubten Zone eingeschlafen war. Mit dem gewonnenen Geld organisierte Zack King Giveaways im MrBeast-Style. Zum Beispiel verschenkte er einen Tesla oder gab Tyler Ryder 55.000 Dollar, nachdem er 200 Meilen Fahrrad gefahren ist. Und einen Teil spendete er, um Schulden von Studenten zu bezahlen. Harry von Incitemen gewann in einer Challenge einen Privatjet. What? An der Challenge, an der das von Incitemen halt. Speed oder Chunks teilnahm. Auch Harry entschied sich jedoch, den Jet zu verkaufen und das Geld unter seinen Geschwistern aufzuteilen. Oh, das ist das sweet. Würdet ihr behalten oder auch verkaufen? Ich würde es verkaufen. Weil das Ding ist, erstens würde ich damit, ich würde ja gar nicht viel fliegen. So, und die Unterhaltskosten von dem Ding, ich glaube von so einem Jet, die würden mich auffressen. Diese Kreatur ist größer als ein weißer Hai und sieht komplett fake aus. Sie ist aber echt nur super selten. Das ist ein Riesenmaulhai, der drittgrößte Hai der Welt. Seit seiner Entdeckung wurden insgesamt nur 117 Exemplare gesichtet. Das Maul von diesem Hai wird bis zu 1,5 Meter. Vor allen Dingen, warum kann der denn ja mega aufreißen, Digga? Breit. Es wird also breiter als sein ganzer restlicher Körper. Das verleiht ihm eine kaulquappenartige Form. Seinen Namen hat er also wirklich verdient. Mit seinem offenen Riesenmaul schwimmt der Hai tagsüber in 100 bis 200 Metern Tiefe und sammelt Plankton, das er aus dem Wasser filtert. Genau wie der Walhai kann er Wasser sogar einsaugen, um an Krill ranzukommen. Nachts schwimmt er dann näher Richtung Meeresoberfläche, denn seine Leibspeise Krill, die er verfolgt, macht das auch. Ausgewachsene Riesenmaulhaie können bis zu 7 Meter lang werden und über 1,2 Tonnen. Aber er ist ja an sich ein chilliger Typ. Der wird mich nicht fressen, oder? Der wird mich auch nicht anknabbern, weil er eigentlich nur so... Ihr Körper ist für ihre Größe allerdings ausgesprochen schwach. Ihre Muskelstrukturen sind ziemlich unterentwickelt. Deshalb sind sie auch sehr langsame Schwimmer und bewegen sich nur mit 1 bis 2 km/h. Dadurch fällt es ihnen schwer, Pottwallattacken auszuweichen. Einige der gesichteten Riesenmaulhaie hatten Narben von solchen Angriffen. Pottwale attackieren und fressen dann die armen kleinen süßen... Mann, der arme Hai. Ah, das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Und da kannst du jetzt so Geschmack reinmachen. Mit so Sirup. Warte. Nee. Okay, ich kenne das ein bisschen anders. Dann packen die da so Sachen rein. Ja, sowas. Und ich glaube, der mischt das jetzt mit diesem Eisding. Und das eine ist, glaube ich, so Cream. So, erst die Cola. Aber ich glaube, ja, genau. Und er macht das nicht voll. Jetzt kommt da dieses Cremige. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Das gibt es aber, glaube ich, in Amerika auch oft. So dieses, dass man so ein Süßgetränk bisschen mit Milch. Dann ist es so ein Creamy Float oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so... 520.000 Likes. Alles klar. Ich weiß gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger zu laut ist. Freaking PlayStation 4, Mann. Lili, was ist passiert? Ich habe eine Strafe für Mama bekommen. Gib mir 5 Minuten, ich kläre das. Das kann aber nicht wahr sein, Lila. Und wie lange hast du bekommen? Halbe Stunde. Ja, ich habe 1 Stunde bekommen. Papa, du Anfänger. Ja. Spielzeug? Wo ist meine Karte? Was kann man denn so, Mann? Eieiei. Da bin ich auch mal gespannt, ob man sich dann so im Spielzeugladen. Weißt du, wenn mein Kind irgendwann so Lego möchte oder so. Junge, ich habe ja auch Bock drauf auf Lego. Oh, was ist das?
Bugatti Chiron Sport. Das ist schon ein krankes Auto. Zack. Es ist. Ach, es muss mich selbst. Ja. Aber auch bei dem Ding denke ich mir, Junge, eine Felge und du weinst. Und jetzt sagt wieder der eine oder andere, ja, aber rein theoretisch könntest du das so leisten. Ja, aber nicht alles, was man sich vielleicht leisten könnte, will man sich auch kaufen. Checkt ihr, was ich meine? Man will sein Geld ja auch nicht einfach verschwenden. Ich habe was ausprobiert, ich passe perfekt in diesen Mülleimer hier rein. Ich bin komplett festgeklemmt. Ich komme echt wieder raus. Ich mache den jetzt voll mit Wasser und teste dann einmal, ob das Wasser überhaupt dann warm wird. Ja, aber das war sowas ähnliches in so einer Maurertonne. Das war der Pool von mir und meinem Cousin früher, als wir bei unseren Großeltern waren. Da haben wir, was? Okay. Genau, sonst, aber diese Maurertonne, die war so rund und ein bisschen höher. Das hat jetzt locker in 5 Minuten hier 50 Liter Wasser geheizt. Boah, es regnet, es ist arschkalt. Digga, das ist hier ultra heiß. Ja, perfekt. Aber wir haben es eher zum Abkühlen benutzt. Im Sommer. Dieser Anblick. Dein Oberkörper ist einfach gegrillt. Echt? Ja, bis zu der Linie, wo du drin warst. Geil. Jo, Dani. Ja? Darf ich dein Lambo fahren? Klar, aber welchen? Ein Roadster? Okay, aber welchen? Naja, ein SV vielleicht. SV? Ja? Aber stimmt, nicht. Letztens haben wir uns dieses Battle angeguckt, wo der SVJ gegen den Porsche GT 2 RS verloren hat. Dieser Opa verteilte an jedes seiner Enkelkinder ein Geschenk und ließ sie es alle gleichzeitig öffnen. Als sie dann feststellten, dass sie alle Crocs bekommen hatten, mussten sie lachen. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein. Hä? Denn er gab jedem Enkelkind noch ein Geschenk und als sie dies öffneten, konnten sie ihren Augen kaum glauben. Denn er hatte ihnen allen einen Anstecker mit einem Bild von ihm selbst drin geschenkt. Und als er breit lächelnd ihre Reaktion beobachtete, steckten sie alle den Anstecker an ihre Crocs, um ihr großartiges Geschenk zu zeigen. Das ist eine sweet Story. So Leute, das ist das perfekte Ende für heute. Bis zum nächsten Mal.